wenn ich entschieden hätte, Atomkraftwerk, okay, raus, und hätte diese Fehlentscheidung gemacht, weil ja die anderen weitermachen, dann hätte ich, wenn ich es gemerkt hätte, also das heißt, wenn ich heute Nacht nach Hause komme und mich einer anruft und sagt, Herr Kopp, wir wissen nicht, was wir tun sollen in der Färberei, und ich sage, ich weiß es auch nicht, was sagen die dann? Dann sagen die, Mensch, der Chef, den kannst du fragen, was du willst, hat von seinem Laden keine Ahnung. Damit die das nicht sagen, sage ich, ohne etwas zu wissen, was ich brauche, grün! Mensch, der Chef hat gesagt, wir brauchen dringend grünen Stoff. Am anderen Morgen fällt mir ein, Herrgott, ich hätte für den Kunden Rot gebraucht. Da rufe ich den an und sage, sie haben mich heute Nacht gefragt, Mensch, mir ist eingefallen, ich brauche roten Stoff. Da geht er nicht in die Abteilung zurück und sagt, der Chef ist besoffen. Nein, der geht zurück und sagt, Mensch, dem Chef ist eingefallen, der braucht dringend roten Stoff. Und am Ende des Tages habe ich grünen Stoff und roten Stoff. Also das heißt, entscheiden, wenn ich neue Erkenntnisse habe, muss ich die Entscheidung von gestern revidieren und den neuen Erkenntnissen anpassen. Und es nimmt keinem der Politik übel, dass er den Krieg nicht mit einkalkuliert hat. Aber dass der ist gekommen und jetzt müssen neue Entscheidungen getroffen werden, die eben kurzfristig richtig sind.